bin jetzt mal so krass und wahnsinnig. Ich probiere das mal, ob das geht. Ja, geil. Klappt. Sehr schön. Okay. Scheiße. Fuck. Achso, ich habe Weiß besiegt. Ja, das war der erste Spieler, würde ich mal sagen. Dann würde ich sagen, greifen wir hier noch den Nahen Osten an. Und kriegen phänomenal auf die Fresse. Super. Komm schon! Jetzt aber. Jawohl! Sehr schön. Gut, ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal. Ich würde mal sagen, diese Zweier, die verschieben wir aber mal wieder nach Russland. So. Gucken wir mal, was haben wir für Karten. Wenn wir Glück haben, können wir tatsächlich mehrmals tauschen. Also einmal können wir zumindest tauschen. Zwei Reiter, drei Reiter. Okay, einmal müssen wir mindestens tauschen. Und weiter. Blau tauscht. Schon mal nicht gut. Also einen Spieler haben wir ja schon mal rausgenommen, nämlich den Weißen. So schnell kann es gehen. Und der Blaue kriegt gerade mächtig von Lila auf die Fresse. Obwohl er in der Verteidigung ist, der Lila, ne? Okay, jetzt ist aber das Ding geschafft. Also ihr habt gesehen, wir haben den Gegner besiegt und haben dadurch seine Karten übernommen. Oh, das ist gut. Greif ihn bitte in Südamerika an, Lila. Hier, grün. Das wäre echt schön. Nebenbei wird er auch noch geschwächt, das ist ganz gut. Komm, hol dir Südafrika. Südamerika. Südafrika, nee. Nein, er greift natürlich Europa an, war ja klar. Mano. Keiner hört hier auf mich. Jeder macht, was er will. Gelb tauscht. Und Gelb hat auch nur noch ein einziges Land. Also die müssen wirklich zusehen jetzt, dass sie in Gange kommen. Mhm. Gelb hat jetzt drei Länder rein. Dann können wir mal kurz hier auf die Karte gucken. Das ist die politische Karte, ja. Ganz Afrika ist von den Grünen besetzt. Das ist bedauerlich. Lila und Amerika... Lila und Amerika. Ja, Lila und Blau fetzen sich um Amerika. Und Südamerika ist die ganze Zeit jetzt im Besitz des Lilanen. Das finde ich nicht gut. Ja, wie gesagt, die KI hat wirklich eine Neigung dazu, Länder anzugreifen, die sich im Besitz des Gegners befinden, also die nur ein Bataillon haben. Das macht die KI zu gerne, solche Gebiete in Angriff zu nehmen. Gut, dann gucken wir mal. 16 Bataillone haben wir. Baller ich nochmal und da ein paar rein. 20 Bataillone, das ist ganz gut. So, Russland hält hoffentlich die Stellung. Das wäre ganz nett. Ich weiß jetzt nicht, kann man von Ostafrika aus den Nahen Osten angreifen? Oder Mittleren Osten, ich weiß es nicht. Ja, das geht. Okay, das ist bedauerlich. Das ist wirklich sehr bedauerlich. Aber erstmal sichern wir uns eine Karte, würde ich sagen, indem wir die Mongolei angreifen. Und schon mal einen Bataillon verlieren. Toll. 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 Sagt er erobern. Meine Fresse nochmal. Alter! Ja, manchmal sind die Würfe ein bisschen unfair. So, jetzt aber. Meine Fresse nochmal. War aber eine schwere Geburt gerade. So, die Karte haben wir schon mal sicher. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal den Kontinent von Grün kaputt.
Jetzt, komm schon. Oh. So. Drei Truppen müssen da bleiben. Ich will den Kontinent von Lila kaputt kriegen. Aber es kann nicht sein, dass der die ganze Zeit einen Kontinent hat. Das geht nicht. So. Weiter. Das kann nicht sein. Es geht so nicht. So. Toll. Toll. Super. Das ist nicht wahr, ey. Das ist unfassbar. Okay, wir haben wenigstens eine Karte. Das, oh, eine Joker-Karte. Das ist gut. Das heißt, wir können nächste Runde nochmal tauschen. Das ist wirklich so gut. Fuck. Der Plan ist leider nicht aufgegangen. Verdammt. Viel zu hoch gepokert. Ja, es war klar. Er will seinen Kontinent wieder haben. Dann greif doch mal den Lilanen an, du Penner. Wieso machst du das nicht? Arschloch. Mano. Er greift einfach nicht den Lilanen an. Was soll die Scheiße? Der Blaue hält sich echt tapfer. Ja, okay, jetzt ist vorbei. Eieieiei. Übrigens, Risiko, ich glaube, das ist so ein Brettspielklassiker, das dürfte wirklich jeder kennen. Oder die meisten von euch dürften das Spiel kennen. Kann ich mir vorstellen. So, ich möchte tauschen, wenn es geht. Und zwar, hoppla. Ja doch, das ist gar nicht so verkehrt. Einmal die drei, bitte. So. Und dann gucken wir mal bitte, was dieser Tauschhandel uns bringen wird. Ich hoffe, eine Menge. Denn wir müssen Lila unbedingt ausbremsen. Unbedingt. Es kann nicht sein, dass Lila immer stärker wird. Wenn wir in die Röhre gucken. Das geht doch nicht. So. Okay. Greifen gleich mal den Vierer hier an. Räumen den aus dem Weg. Ich sagte, den räumen wir aus dem Weg. Oh, Alter. Ja, Würfelglück ist meistens lieber auf der Seite der KI. Wie immer. Ne? Kennt man ja auch nur allzu gut. So, ich muss die leider so ein bisschen schwächen. Ich muss da Grenzposten behalten. Sind wir auf 4 hoch. Toll. Oh Mann! Alter! Das ist doch wohl nicht wahr, ey. Kein Schwein kümmert sich mal um den lilanen Kontinent. Das ist so derart nervig. Nee, komm, abbrechen. Das hat keinen Zweck. Oh, wieder voll in die Hose gegangen. Super. Ganz toll. Hm. Sowas nervt mich und ärgert mich auch. Mano. Ist doch scheiße, sowas. Greifen wir nochmal Japan an hier. Verliere ich auch nochmal Truppen. Super. So, jetzt aber. So. Nein, ihr bleibt alle da. Reicht. Ah. Okay, nächste Runde können wir nicht tauschen. Blau denkt nach. Mhm. Ja, es war klar. Ja, weiter. Wir sind aus Russland raus, das ist schlecht. Und Lila
Viecher wird immer größenwahnsinniger anscheinend. Und irgend so ein Mistvieh krabbelt hier rum. Moment, wie viele Länder hat Blau noch? Muss ich kurz mal gucken. Blau hat nur noch die paar Fitzigchen, okay. Blau hat 2 Karten. Es könnte ins Auge gehen, aber ich probiere es einfach mal. Sieht da noch einen hin. Hoppla, und da noch einen hin. So. Dann würde ich sagen, greifen wir erstmal das an. Und gewinnen direkt. Das finde ich gut. Das ist okay so. Dann greift der bitte erstmal hier an. Geht natürlich wieder kolossal in die Hose. Ganz toll. Mann! Kann ich mal einen Plan aufgehen? So, mache ich das jetzt so wie die KI. Selber schuld. So, und jetzt da. Sehr schön. Der nächste Spieler im Eimer. Sie haben Blau besiegt und erhalten 2 Gebietskarten. Geil. Sehr gut. Nein, nicht angreifen. Nicht angreifen. Ja, das ist okay so. Da haben wir schon mal da eine starke Grenze. Ich hoffe, dass der Gelbe nicht tauschen kann. Das wäre jetzt gefährlich. So. Ey, geil. Super. Will eine Karte haben und Gelb gönnt mir natürlich nicht meinen Kontinent, das war ja klar. Vielen Dank, Gelb, du Arschloch. Statt sich mal zum Lila zu kümmern, nö, ich hau ihm lieber erstmal schön den Kontinent kaputt. Okay. Das ist interessant. Die wollten also tatsächlich, die haben 2 Kontinente, ne? Alter, 2 Kontinente. Okay, da müssen wir was gegen machen. Das kann so nicht weitergehen. Es kann nicht sein, dass Lila 2 Kontinente hat. So, 22. Und dann hier nochmal. So, das machen wir als erstes. Ernsthaft? Oh, Alter! Das gibt's doch nicht! Komm, mach den scheiß Lila den Kontinent kaputt. Das ist doch wohl nicht wahr, ey. Ich hab kein Würfelglück. Jetzt aber. Oh. So, jetzt. Meine Güte nochmal. Ich würde ja gern weitergehen. Oh, der hat da 11 Bataillone sitzen, ey. Heftig. Scheiße. Und ich kann den da unten nicht abziehen. Nein! Ich hätte so gerne den Kontinent gehabt. Gelb, du Arsch! Gönnt mir den Kontinent nicht. Danke. Echt toll. So, Grün, jetzt greift mal Lila an. Nein, er greift natürlich mich an. Dankeschön. Vollidiot, Mann. Kann nicht einer mal seinen Job richtig machen? Nein. Ich bin ja die größere Bedrohung. Nee, ist klar. Lila ist die Bedrohung. Nicht ich. Ich bin ganz harmlos. Ich will doch nur spielen. Ja, es wird Lila größenwahnsinnig. Aber es ist gut, dass Gelb ihn so gut ausbremst. Ja gut, jetzt hat er verloren. Trotzdem ist es ganz gut, wenn er mal ausgebremst wird.
So, wir sind wieder dran. Ich muss unbedingt Lilas Kontinent zerstören. Unbedingt. Es kann nicht sein, dass Lila einen Kontinent hat. Ich darf nur 7 Bataillone setzen. Na super. Alter! Jetzt aber. Ich weiß, ich spiele gerade auf Risiko, aber das Spiel hat nicht umsonst seinen Namen. Oh, Mann. Lila darf kein Kontinent haben. Komm schon. Oh. Geht doch. Alter, das riecht mich so auf. So, jetzt aber. Kontinentzerstörung. Oh. Ja, natürlich. KI hat wieder seine Vorteile, wie immer. Toll. Eine Runde Kontinent zerstört, bringt mir aber leider nichts. Es muss länger gehen. Mann, scheiße. Sowas ärgert mich. So. Können wir nächste Runde tauschen? Ich hoffe es. Ja, wir können nächste Runde tauschen. Sehr gut. Also es ist immer so, wenn man dreimal dieselben hat oder gemischt hat, dann kann man tauschen. Alter, der Lilane, der hat ein Glück, ne? Guckt euch das an, ey. Na. Und Lila kann tauschen. Nee, doch. Das wäre es jetzt gewesen. Ja, es war klar. Ja, Jungs, halten! Halten! Oh, ihr sollt halten! Oh, toll. So viel zum Halten. Super. So, gleich tauschen. Soldat, Soldat, Soldat. Ich sagte Soldat. So, tauschen. 12 Bataillone. Oh. Das ist nicht viel, Leute. Das ist echt nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Scheiße. Das ist verdammt wenig, was wir kriegen. Wichtig ist, dass dieser Scheißkontinent kaputt ist und dass er auch kaputt bleibt. Oh. Ja, natürlich. Lila hat die Superheldenarmee, wie man sieht. Ja, danke. Oh, leck mich doch. Das kann doch nicht wahr sein. Mann! Was regt mich auf? Das ist kein Würfelglück, das ist Beschiss. Mann! Scheiß. Toll. Kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Jetzt muss ich hoffen, dass ich den Kontinent irgendwie halten kann. Oh. Ist das nervig. Lila, unverschämtes Glück hat der. Na, Grün greift bestimmt wieder mich an. Ja, natürlich. Danke, Grüner. Vielen Dank. Deine Hilfe ist wirklich bemerkenswert. Toll. Vielen Dank. Mann. Blöder Penner. Du sollst den Gegner angreifen. Den Lila nennen, nicht mich. Nein, das gönne ich ihm aber nicht. Nee, 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 nee. Er hat einen heilen Kontinent. Nee. Ja, natürlich. Jetzt wird Grün größtenwahnsinnig. Fick dich, ehrlich. Greif den Lila nennen an, du Spast. Ey, ist doch wohl nicht wahr. Mann. Oh, Gelb hat nur noch ein Land. Oh nein, er kann tauschen. Ja, natürlich, das war klar. Oh. Ey. Ja.
Ja, in Risiko kann ich mich sehr gut aufregen. Ist das eine Scheiße. Toll. Mein Plan, ihn zu schwächen, ist gescheitert. Wunderbar. Vielen Dank dafür. Danke, Grün, dass du mir unbedingt meinen Kontinent zerstören musstest. Ich zerstöre jetzt erstmal den Gelben. Oh, und selbst das kriegen sie nicht hin. Komm, einmal noch. Oh, Mann. Ja, natürlich. Immer diese Superheldenarmeen, das ist ja nervig. So, Gelb ist besiegt, 3 Gebietskarten, sehr schön. Meine Fresse nochmal. Ich glaube, ich muss echt mal überlegen, ob ich Strategiespiele auf ein Video pro Tag reduziere, weil das ist ja Wahnsinn. Ich bin jetzt schon wieder kurz davor, dieses Spiel zu beenden. Das ist irre, das geht so nicht. So, einmal tauschen kann ich definitiv. Ach, schade, ich könnte fast zweimal tauschen. Wäre der eine Soldat noch ein Pferd ein Reiter gewesen. Grün ist fixiert auf mich. Warum nicht auf Lila? Verdammt nochmal. Sehr schön. Ich weiß, ich muss tauschen. So. Rot, Rot und Grün. Alter Schwede, die machen mir das echt nicht einfach. Ich glaube, die 8 können sich da erstmal halten, kriegen trotzdem nochmal 2 Truppen dazu. Weil ich brauche unbedingt mehr Truppen. Unbedingt. So. Das Land weghauen. Boah. Jetzt aber. So. Und jetzt den Mittleren Osten zurückerobern. So, jeweils ein. Jeweils ein. Also es wird immer mit dem höchsten Wert gemessen. Danke. Kriegt gleich wieder einen reingewirkt hier. So. Jetzt aber. Sehr schön. Kontinent zurückerobert. So muss das laufen. So, ich glaube, das reicht dann auch erstmal. Die kann ich ja dann rüberziehen nach Alaska. Kanone. Kanone heißt, ich kann nächste Runde nochmal tauschen. Das ist gut. Das ist richtig gut. Okay. Ist gar nicht so einfach. Das ist gut. Jetzt konzentriert er sich auf Lila und Lila auf den Grün. Gut. Schon mal gut. Mhm. Okay. Ja, es war mir klar, dass er seine Grenzen da weiter sichert. Wäre ja auch schön doof, wenn er das nicht tun würde. So. Kanone, Infanterist, Kavallerie. Wie viel kriegen wir? Oh, 24 Bataillone. Geil. 24. Geil! Geile Scheiße! So, jetzt zerstören wir den lilanen Kontinent endlich mal. So. Ich lasse aber ein paar Bataillone da. Sagen wir 10. Muss reichen. So, 26 Leute. Das sind 26 Bataillone. Gegen 3. So. Jetzt komme ich. Jetzt kommt der Viper van de Lars, wie ich mich ja bei Galactic Civilization 2 nenne. Also mal diesen Schrott da aus dem Weg. Sagt er, aus dem Weg räumen. Ja, das hat er nicht sehr lange angehalten. Na also, geht doch. Oh.